Was geht, Freunde? Euer Lieblingshuhn Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und heute werde ich einen Geheimplan zusammen mit Beule bauen, denn er ist jetzt auch ein vollständiger Höllenkrieger. Ja. Let's aber mir go. Fehlt immer noch mein Skin, Mann. Oh Mann, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Aber sonst. Richtig, richtig. Und der Plan ist einmal Rache an Sitashi zu nehmen. Ja, denn er hat Timmys Items geklaut, als Timmy im Gefängnis war. Er hat es die ganze Zeit provoziert. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir uns ran an den Plan. Ich habe mir nämlich gedacht, wir bauen so eine Sand-TNT-Falle mit Druckplatte. So ein ganz typisches Ding. Und sollte das nicht klappen, ja, drohen wir einfach damit, die Kristallkrieger-Base zu sprengen, weil ich kenne deren Location. Boah, was eine Idee. Dann sollte er sich, glaube ich, ergeben, weil, guck mal hier rein. Ich habe hier Büschen TNT. Was? Ist er nicht vorbereitet? Natürlich. Das Einzige, was mir fehlt, ist Sand. Redstone habe ich tatsächlich auch. Druckplatte lässt sich ja dann auch easy craften. Das bedeutet, ja. Beule, wir müssen irgendwo Sand herkriegen. Sand, den findet man am Meer, weißt du? Weil Sand am Meer... Ja. Hast du deine Elytra? Ja. Okay, let's go. Dann ich würde mal hier hinfliegen oder so. Also hier wäre auch Sand direkt, glaube ich, unter uns gerade. Aber das ist halt so in dem Wasser. Das nervt halt total. Weißt du, das reicht? Ja, bestimmt reicht das. Einmal, guck mal, wie viel das ist. Boah, das ist voll... Oh, das Schaufel, ist richtig das ist viel! Ja. Nice. Okay, Freunde. Das geht richtig gut auf, glaube ich. Oh mein Gott, ist das viel Sand, Alter? Oha, das ist über ein Stack. Sehr gut. Okay, let's go. Nimm einfach alles Sand mal mit. Oh mein Gott. Okay, Beule. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Stelle aussuchen, wo wir diese Falle bauen, wo Sitashi aber auch, sag ich mal, nicht stutzig wird natürlich. Fällt dir da irgendwas ein? Also ich will nicht, dass irgendwie Alpha Town kaputt geht oder so, aber auch allgemein halt, ne, es muss jetzt einfach ein Ort sein, wo wir sehr weit in den Boden reingraben können, dass er runterfällt. Ich weiß halt jetzt nicht. Vielleicht bei... Wir können vielleicht vor irgendeinem Nether-Portal können wir das bauen, weißt du? Dann ist das so ein Nether-Portal und dann können wir da so reingehen und dann sagen wir so, verfolg mich doch und dann, und, weißt du, und dann fällt er rein. Boah, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wie umgehen wir die Falle? Rüberspringen oder so? Nein, wir machen erst die Druckplatte hin, wenn die, wenn wir durch sind. Ja. Das bedeutet, nicht, oh mein Gott. Nein, let's go. Gehen wir zurück nochmal zu der Insel. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ist hier irgendwo ein Portal, was nicht verknüpft ist mit dieser Festung? Ich glaube, hier in der Nähe war eins, sonst müssten wir das nochmal zusammenbauen, falls das kaputt ist. Aber da war irgendwo eins. Ich schau das nach. Nein, das Portal wurde einfach komplett kaputt gemacht. Oh nein! Ja, hier sieht man doch die Überreste. Warte mal, Beule, das heißt, wir müssen uns ein bisschen erstmal um Obsidian kümmern. Oh Mann. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich komme wie. Oh. Aber weißt du was mir gerade auffällt? Wieso machen wir es nicht einfach hier? Okay, ja. Das ist hier ist eine Kiste. Lass mal auf jeden Fall warten, bis es erstmal wieder hell ist. Okay. Ich will nochmal eine komplette Übersicht hier schaffen. Ich will ja nicht, dass die YouTuber-Insel hässlich aussieht, wenn hier irgendwas kaputt geht, weißt du? Nein, das wollen wir nicht. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Da hinten ist doch ein Dschungelgebiet. Ja. Lass das dort machen, komm. Schnell. Weil dann denkt nämlich Sitashi, dass wir hier durch unser Dschungeltempel, durch das Portal gehen, um halt sozusagen zu unserer Nether-Festung zu gehen. Aber eigentlich locken wir ihn dann hierher, um ein bisschen zu quatschen. Einmal hier, das dürfte doch funktionieren. Oha. Wenn hier was kaputt geht, ist doch egal. Warte mal, wo geht's denn hier durch das Portal? Vielleicht hilft dieses Portal, wenn wir sehen, was dahinter ist. Vielleicht können wir da dann die Falle bauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber fällt der darauf rein, ist die Frage. Fällt die Tasche hier drauf rein? Das ist halt wirklich die Frage, weil er müsste ja aus dem Portal einmal rauslaufen. Glaubst du, der fällt darauf rein? Ja, bestimmt. Er ist dumm genug dafür. Das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Nein, lass das in der Overworld machen. Okay. Freunde, der geheime Plan geht jetzt dann auf. Wir machen hier eine große Fläche frei. Oh, hallo. Das sind ja übelst viele Monster. Da sind ein paar Besucher. Ich rette mich, Kiro. Ja, bester Mann, Beule, let's go, Beule. Ah, nein, mein Schwert.
Das Zombie klaut mein Schwert. Her. Ich hol euch alle, Mann. Oh, ich sterb fast. Ach, egal. Okay, okay, wir haben alle hier. Schell, schell, schell. Wir müssen die Verkleidung hier so runterziehen. Sonst, ja, sonst laufen die Monster da rein. Ist das nicht gut? Nein, 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 nein. Die können das total sabotieren. Das will ich nicht. Die dürfen das nicht sabotieren, Beule, sag ich dir. Ja, das ergibt Sinn. Weil wenn die das sabotieren, dann haben die es sabotiert. Und das wäre nicht gut für uns. Richtig, du bist wirklich ein Blitzdenker, das merke ich schon. Wir sagen dann Sitashi einfach, ey, lass mal reden, ich habe extra einen Strand gebaut, so als Strandparty, dies, das. Und dann, Beule, platzierst du die Druckplatte vor ihm irgendwie, sodass er reinläuft. Ah, sperr mich komm nicht rein, Komm rein. Okay. So, jetzt müssen wir das ganze Ding hier noch ziemlich tief graben. Noch tiefer? Ja, ja, noch tiefer. Wir wollen ja nicht Schaden nehmen oder so. Also es kann sein, dass dadurch, dass du ja die Druckplatte legst, dass du damit reinfällst, aber du kannst ja ganz schnell deine Lytra anziehen und wegfliegen. Nein. Weil er wird das nämlich nicht kommen sehen. Aber du weißt es ja. Du kennst den Plan. Okay. Ja, ich kenne den Plan. Richtig, richtig. Ja. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wird er das checken oder nicht? Weil ich glaube nämlich nicht. Er sagt ja selber, dass ich so der Feinste bin. Also er kann mich am meisten von den Höllenkrieger leiden. Das habe ich schon mitbekommen. Ich gucke nämlich ab und zu seine Videos. So, guck mal, jetzt kommen wir hier raus. Haha! Das sieht doch perfekt aus. Also ich würde da jetzt nicht vermuten, dass da irgendwas ist. So, jetzt müssen wir das richtig klug machen. Also hier... Einmal eine komplette TNT-Linie, also komplette Fläche eigentlich. Das wird so eine große Explosion, Mann. Oh, das wird wirklich krachen. Ich freue mich schon drauf. Nein. Gar nichts ist hier übertrieben. Ich sagte so, wie es ist, das Unheil da drüben wird danach nicht mehr stehen, glaube ich. Ja, von mir aus, aber ich meine, er hätte sich das nochmal anders überlegen müssen, wenn er die Items von Timmy klaut und so, ne? Und sich ein bisschen rotzfrech verhält, so. Das geht halt nicht. Nein, es fiel mir 2 Redstone. Egal, die 2 Redstone sind unwichtig. Was ist, wenn er aber genau hier stehen bleibt? Wird er nicht, darauf werde ich achten. Dann machen wir das einfach so. Guck mal, bam, bam, bam. Dann schwebt das Sand, oh mein Gott. Leute, das wird viel zu krass. Soll ich das mal sehen? Meinst du, das geht als Strand durch? Glaubst du, der ist so dumm? Ich glaube nicht. Das sieht nein. Nicht wie ein Strand aus. Ich habe immer recht, Digga. Das ist hier ein Strand. Ja. Okay, wenn du meinst, ja, doch. Das ist so, ein Strand. So, guck dir das mal an. Wir können ja hier noch. Warte mal, ich baue noch was strandiger aussieht. Ja, mach mal so Strandsachen dahin. Irgendwas mit Holz. Das ist eine Palme. So, mit Holz! Machen da jetzt noch was Nices hin drumherum, dann checkt ihr das gar nicht. So, Werkbank schnell machen. Boah, der wird so auf diese Falle reinfallen, Leute. Der wird das gar nicht kommen sehen. Nein, das darf hier nicht alles. Das darf nicht so auf dem Sand drauf. So, wir machen hier so eine Eckbank. Boah, das sieht doch hier richtig gemütlich aus, Freunde. So. Oha, wie krass baust du das denn? Boah. Ja, guck mal. Zack, zack, zack. Das ist hier richtig geiler Strand. Der wird das gar nicht schneiden. Ey. Boah, sieht das gut aus. Hier. Ja, meine Palme ist auch krass. Ja. Okay, ich würde sagen, Beule, die Strandparty kann eigentlich eröffnet werden. Beule. Ja. Hier. Du hast jetzt wirklich die wichtigste Aufgabe. Lass mal das Szenario ein bisschen durchgehen. Und zwar, wir werden... Nein. Nein? Okay. So nicht! Wir werden nämlich auf dieser Seite sein, okay? Sehr einladend. Sitashi wird auf dieser Seite stehen. Genau, wir sagen dann, also ich stehe dann halt so hier, red mit Sitashi so, boah, du hast echt Bizeps bekommen und so, bla, und boah, krass und so. Das wird er dir nicht glauben. Und ja, okay. Dann sage ich, ja, Beule, geleite doch mal unseren Gast zu dieser super gemütlichen Couch oder Bank, wie auch immer. Und dann geht's los. Und dann gehst du hier so rüber, begleitest ihn und während ihr so lauft, so, platzierst du dann vor seinen Füßen die Druckplatte, okay? Checkst du das? Boah, ja, das check ich. Oh Mann, das ist so ein böser Plan. Okay. Sitashi ist auch auf dem Server, das finde ich richtig gut. Okay. Das muss weg. Es darf nichts auf dem Sand sein.
Ach so. Das kann ja, er sich okay, irgendwo festhalten oder so, weißt du? Also ich schreibe jetzt Itachi. Itachi kommt zu Unheil 4. Wir haben einen Strand gebaut für eine Strandparty. So entschuldigen dies, das. Ey, Digga, der wird da so drauf reinfallen. Bro, der wird wahrscheinlich so... Hast du die Druckplatte? Ja, ich hab die Druckplatte hier. Leg sie aus der Hand, Mann! Achso, ja, ist aus der Hand. Beule, Beule, aus der Hand legen, aus der Hand legen. Ja, aus der Hand gelegt. Hab deine Elytra einfach am besten bereit oder so. Okay, ja. Sieh sie einfach schon mal an, Raketen, dies, das, weil wenn du runterfallen solltest, dann flieg einfach direkt wieder raus. Digga, jetzt guck mal auch von da unten so. Wir haben zugebaut, so, man kann nichts sehen. Warum lachst du so, Mann? Egal, nein, alles gut. Okay, ich hoffe, dass er da drüben landet halt, ne? Wo bleibt er? Das bekomme ich hier nicht. Mein Schauspielkünsten werde ich ihn dazu überzeugen, hier aufs Sand zu laufen. Hallo? Okay. Hä? Ah, Itachi! Was geht? Bester Mann, Alter. Guck mal, wir haben eine Strandparty vorbereitet. Ja, guck mal, wir haben Strand gebaut, Alter. Guck mal. Boah, guck mal, hier mit Disco und so, da kann man so ein bisschen hüpfen und sowas. Guck mal, du kannst sogar das Disco-Licht zeigen, mach mal hin. Das ist, wenn man hier drauf sitzt. Nein! Beule! Nein! Bro. Was sagst du zu der Strandparty, Itachi? Bro, bist du gemutet? Warum redest du nicht mehr mit mir? Ich bin gemutet. Ich dachte, ihr wollt euch entschuldigen. Siehst du das nicht? Was nicht? Ja, Bro, siehst du die Entschuldigung nicht, oder wie? Ach so, also, dass ihr mich töten wolltet? Bro, nein, ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, du hast noch die ganzen Items von Timmy. Ja, die haben... Wir werden uns nicht entschuldigen, du rückst gefälligst die Items raus von Timmy. Ja, gar nichts rück ich jetzt raus, Bro. Bro, entweder gibst du die Items oder wir buchten dich ein. Da, wo Timmy drin war. Ihr wollt mich einbuchten. Guck mal, was hier passiert ist, Digga. Ja, Bro, mein Gott, Unfälle passieren. Die ist das, warte mal. Boah, Brustplatte des Boten. Woher hat er die? Hä? Das ist doch Kernrüstung. Echt schlecht, Bro. Echt schlecht. Ach, Digga, was laberst du? Hä, aber das ist doch Kernrüstung, Bro. Warum hat er die? Nein, der hat die nicht. Bro, die nehme ich mit. Nein, die gehört... Hörst du auf damit? Ey! Lass deine Items in Ruhe! Das ist sein, das ist Kians! Das ist nicht Kians! Das hat Beule schon die ganze Zeit gehabt, Mann! Warum hat ihr jeden Einbruch? Bro, ich sag dir ganz ehrlich, also entweder kommst du ganz einfach mit... Ja, okay, Digga, übertreib gleich komplett. Oder ich sag dir ganz ehrlich, ich hab genug TNT gespeichert, dass ich eure neue Base absprengen kann, Digga. Bro, das würdest du dich nicht trauen. Ich bin der Einzige, glaube ich, der auch übrigens weiß, wo die ist. Von den Höllenkriegern. Weißt du, wer sie mir gezeigt hat? Tridan hat mir gezeigt, wo die ist. Aber weißt du was? Ich leg sogar noch einen drauf. Ja, du hast doch diese komischen Geister, diese Hilfsgeister, diese Allies. Ja, die sind dir doch so wichtig, ja? Die sind doch in deinem Haus, ne? Ja, was mit denen? Ich hab sowas wie ein Schwert in der Hand und weißt du was mein Schwert gar nicht mag? Allies. Bro, wenn du das machst, ne? Ja, Bro. Ich werde euch verfolgen für immer. Das ist geil, Bro. Digga, das ist geil. Ey, wirklich. Das Boten gehört jetzt mir, Digga. Scheiß drauf. Ja, guck, genau solche Sachen meine ich die ganze Zeit. Du nimmst die Sachen von Timmy. Du nimmst die Sachen von... Ja, warum hat er die? Kianes hat sie ihm geschenkt. Kianes hat sie ihm geschenkt. Ja, Bro, du bespuckst gerade einfach Geschenke und Ehre. Ja, guck doch die Videos, Mann. Ja, okay, dann glaube ich dir das mal. Und wenn du mich angelogen hast, dann wärst du noch... Und die Teammitglieder, die habe ich auch geschenkt bekommen, hä? Mit dem Nein, hast du nicht. Kann ich nicht auskontern, doch. Hast du gar nicht, Bro. Jeder kennt den Beweis. Nein, hat er nicht, Alter. Okay, weißt du was? Weißt du was? Deine Allies sagen jetzt Tschüss. Du kannst dich jetzt von deinen Allies verabschieden, Digga. Okay, ich komme. Ich hab den Einfall, alles gut. Ja. Pass mich meine Allies an. Also gut, dann komm mit. Du kommst genau dahin, wo Timmy festgesteckt ist und du legst genauso deine Items in die Kiste rein. Und weißt du, wenn es dann von irgendjemand geklaut wird, mein Gott, dann geht's halt dir genauso wie Timmy. Also hopp mit. Ey, wirklich, der macht die ganze Zeit solche Faxen. Freust du dich schon auf dein Gefängnis? Ja.
Das hättest du dir halt nochmal überlegen sollen, ob du Timmys Sachen halt klaust. Ja, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, okay, komm mit, hier geht's lang. So, hier hoch, hier runter, da drüber. Ist der noch da? Wo ist der jetzt hin? Ey, sag's euch, wenn der jetzt nicht gleich hier irgendwie lang fliegt oder so. Warte, warte, warte. Er kennt ja eigentlich den Weg, ne? Also, Sitashi, ich warte jetzt hier nicht mehr lang. Wo bleibt der denn jetzt? Er will mich... Ach, da bist du ja endlich. Bro, ich wollte schon losgehen, ich sag dir ehrlich. Ja, also einmal hier deine Items rein. Spitzhacke, Perlen, genau, richtig. Feines Pfiffi, weiter, weiter. Bro, und deine zweite Spitzhacke? Hä? Woher willst du, dass ich eine zweite Spitzhacke habe? Bro, ich guck deine Videos. Bro, er ist so ein ekelhafter. Digga, natürlich. Ja, Elytra auch rein. Wie heißt die Pischta, mein Bär? Wieso heißt sie so, Digga? Ist das... So. Ja, Pischta, mein Löwe, mein Bär, ist ein Verräter, mehr ist er nicht. So, einmal hineinspaziert in dein neues Heim. Ja. Ist schon irgendwie witzig, dass genau das Material, wofür du deine Crystals verwendest und so jetzt das Material ist, wo du feststellst. Bro, du willst schon, dass mein Clan mich rausholen wird. Das heißt, was sagst du? Dass mein Clan mich rausholen wird, das weißt du schon. Und oh, ja, ja. Ich komme alleine raus, wenn ich will. Guck mal, der Gas fühlt sich ab. Ja, er ist der Beste, guck mal, das juckt mich nicht mal. Mal einfach mit Karotte boing so, guck mal, und gut ist hier. Was wollt ihr dagegen machen? Mit Hand, weißt du, was ich dagegen mache? Einfach so. Ja, mach ich einfach so. So, ich werde dich aushalten, wenn ich hier rauskomme. Ja. Weißt du, komischerweise sagen das alle, die hier eingesperrt werden, aber plötzlich passiert dann nie was. Das Feuer tut mir so weh, Sitachi, oh mein Gott! Die Base hinter euch, wie lange hat es gedauert, um das zu bauen? Oh, also, sag ich dir nicht, ein Tag? Sagst du mir nicht, ein Tag? Ja, dieser Tag Arbeit kann in ca. 20 Sekunden, also 20 Sekunden Arbeit für mich weg sein. Okay, wie lange hat eure Base gebraucht? Dasselbe Spiel kann ich auch spielen, du Dulli. Ja, das kannst du spielen, aber du hast mich hier eingesperrt, das war deine Bedingung. Keine Bedingung gestellt. Wenn du trotzdem machst, dann bist du hier. Bro, guck mal, dadurch, dass du dich ja freiwillig hier mit reinbewegt hast, ohne dass wir jetzt viel kämpfen mussten und so. Ja, ganz freiwillig. Sag ich dir jetzt ehrlich, wenn du halt irgendwas an der Base machst, dann gilt einfach dieses Abkommen nicht mehr. Du bist jetzt hier drin, ja? Du wolltest ja hier drin sein. Morgen können wir ja auch mal Timmy als Besuch hier vorbeischicken, ja? Ja. Bro, guck mal. Du kannst ja auch einfach ohne viel Karach raus. Also, dein komischer Clan muss nicht kommen, die Krümelkrieger, ja? Du kannst einfach ganz entspannt die Rüstung Timmy wiedergeben und dann haben wir das einfach geklärt. Warum sollte nämlich ein Argument, warum ich ihm diese Rüstung zurückgeben würde? Bro, weil das sein Eigentum ist, ganz einfach. Bro, du würdest doch auch deine Sachen zurückhaben wollen. Bro, dein Eigentum hat er die Hälfte des Stibitz von irgendwelchen anderen Leuten. Ja, da sind die doch selber schuld. Ja, dann ist ja auch selber. Ja, aber hast du jetzt die Sachen den Leuten zurückgegeben, von denen er sie anscheinend geklaut haben soll? Nein, was? Du besitzt sie selber. Ja, ich besitze sie selber, weil ich nicht ganz genau weiß, von wem die sind. Ich weiß, dass... Von ja, sie sind nämlich von Timmy, Digga. Er hat sie einfach nur nicht umbenannt. Er hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, so, er hat Spaß gemacht. Sein Schwert ist auch nicht von Amir, sondern von ihm natürlich. Ja, wie heißt denn sein Schwert? Unbekanntes Schwert, Das sagt überhaupt nichts aus. Das ist unbekannt, Digga. Aber ich weiß, dass es von Amir ist, weil... Woher willst du es wissen, Digga? Ach so, die Community. Weißt du eigentlich, dass deine Community lügt? Bro, sag das noch einmal zu meiner Community. Nein, das Feuer tut so weh, Sitachi. Oh Mann, ja, ich habe wirklich viele Schmerzen im Nether, Leute. Sagen wir ganz ehrlich. Hey, Freunde, was soll das schon wieder? Er ist jetzt hier drin im Gefängnis bei uns und macht so auf dicke Hose. Was fällt ihm eigentlich ein? Was fällt mir ein? Ja, was fällt dir eigentlich ein, so frech zu sein, Bro? Sag ich ganz ehrlich. Bro, sei mal bitte leise. Du hast mich nur hier reingekommen, weil ich nicht will, dass mein Elder-Shot passiert. Also mein Elder. Ja, und wenn du die Rüstung nicht rausrückst, dann müssen wir uns halt noch was anderes überlegen. Aber mal schauen, vielleicht kriegst du ja auch Gesellschaft von deinen Krümelkriegern, wer weiß. Oh ja, das haben wir noch sehen, Bro. Die holen mich hier raus und dann werde ich auseinandergenommen. Warte, guck mal, ich cosplay gerade mal euch kurz.
Nein, ich tu Christus drauf. Ihr seid so schlecht, ihr nennt euch Crystal-Krieger, Digga. Hey, mach mal hier kein Vandalismus hier, ja? Ein Gefangener bist du. Warte mal, Beule. Komm zur Nether-Festung. Du darfst einen Schwächling bewachen. Das ist crazy, bro. Ja, was ist jetzt eigentlich mit deinem Titel, der Stärkste hier und so? Bro, ich mach einfach so. Was fällt dir eigentlich ein? Bro, dann Digga, das hat dich mal Schaden. Ich will nur alleine, Bro, als mit deinem Chico-Gesicht anzuschauen. Guck mal, Beule kommt. So, was könnten wir hier so? Also die Perlen nehme ich mir einmal natürlich. Ich sag dir ganz ehrlich, deine Spitzhacken sind schon geil. So Effizienz 5, oh, dies, das. Meine Spitzhacken nicht an. Boah, ist schon, also... Ja, die Raketen nehme ich als Zinsen natürlich die Hälfte davon. Nein, Bro. So. Ey, ich hab da die Ender-Chests da drin gehört. Was treibst du da? Ender-Chests, Bro, was hörst du da? Du hörst da Dinge, die du nicht hörst. Willst du mich für dumm verkaufen? Ich weiß nicht, was du da hörst, Bro. Ich bin ehrlich. So. Jetzt hab ich deine Ender-Chests zerstört. Ganz einfach. Nix hast du, nix kriegst du, Junge. Jetzt warten wir doch auf Beule, dann kann ich ins Bett gehen, Junge. Bro. Ich kann da auch nichts Geschichtes rausholen. Ja, du hast auch nichts Richtiges in deinem Kopf. Ganz einfach. Sag Chicken Wing hier, rede nicht mit mir. Komm, ich jetzt komplett rein. So irgendwie. So kaputt im Kopf? Ich bin kaputt im Kopf. Er baut sich ein, während er im Gefängnis ist, Freunde. Check dir das, du gehst überhaupt nicht mehr gut. Bro, lass mich doch einfach raus. Bro, nein, er ist. Guck mal, du darfst raus, wenn du die Brüstung einfach gibst. So leicht ist das. Ja, also dann bleibst du da halt drin, dann ist es aber auch deine Verantwortung. Er soll sich entschuldigen, dann okay. Aber wenn er sich entschuldigt... Timmy soll sich entschuldigen, für was denn? Hä? Für all die Dinge, die er getan hat? Ja, nenn mir eine. Er geht Muni-Friend. Er greift mich an. Oh Mann, du hast ihn an der gleichen... Ja, Beule, du darfst die Tasche bewachen, mein Freund. Warte, oh Mann. Der Boden ist weg, ich kann fliegen. Let's go. Was? Der Boden ist weg? Was sagt er da? Nein, der labert bloß. Ich glaube, der labert da irgendwelche komischen Sachen. Ja, guck mal, ich mach hier einfach auf. Guck mal, hörst du auf? Oha. Guck mal, genau solche Sachen. Du musst ihn halt einfach beobachten. Der haut sonst mit seiner Hand 5 Minuten auf den Block, weißt du? Boah, hier stinkt's nach Timmy. Ich glaube, Timmy hat ja schon ganz oft reingekackert. Timmy hat ein paar Stinkefladen hier reingesetzt. Bro, du musst eine Fackel wieder platzieren. Das ist voll dunkel da drin, findest du nicht? Nein, ich lebe lieber in der Dunkelheit. Komm, ich geb dir eine Fackel, Digga. Guck. Ist doch viel schöner so. Kriegst nochmal eine in die Hand. Dann kannst du gucken. Ne? Irgendwo da hinten ist die Kacke von Timmy. Also, Beule, wo bist du? Ich bin hier. Ja, jetzt, ich gebe dir die Aufgabe, bewache Sitashi. Ach, Digga, du langweilst mich, ehrlich. Oh. Hey, mach auf. Das ist ja lustig. Boom! Aua, ich bin ein Crystal-Krieger, boom! Ah, was drauf jetzt? Ich bin ein Crystal-Krieger! Woo! Ich sag euch, Freunde, der langweilt mich einfach bloß. Hey, bitte, lass mich los. Guck mal, wie er battelt, Beule. Egal, ich wünsche euch beiden sehr viel Spaß. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall durch. Ich habe noch Termine. Okay, Freunde, das war doch irgendwie sehr erfolgreich. Ich glaube, was denkt ihr? Wird Sitashi die Items nochmal geben? Weil wenn nicht, dann kommt er halt nicht raus, Bro. Und ich meine, es geht halt nur um Rüstung, die Timmy gehört und ein paar Items. Ich kann auch einfach seine Items nehmen. Ich meine, das wird ihm auch nicht gefallen. Er hat ja jetzt schon rumgeheult wegen der Spitzhacke und so Sachen. Wenn ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen wollt, dann lasst ein Like da, Abo und die Glocke aktivieren.